Ars Manum, die Akademie für Massage und fortbildende Physiotherapie, steht für hochqualitative Aus- und Weiterbildungen mit speziellem Augenmerk auf fundiertem Wissen von schulmedizinisch-anatomisch bewährten Parametern sowie alternativen Ansätzen und praxisorientiertem Arbeiten. Die Ausbildung zur medizinischen Masseurin ist die gesetzlich geregelte Basisausbildung der Massage, die dazu berechtigt, hauptberuflich am Krankenpatienten unter ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht zu arbeiten. Die Beschäftigungsmöglichkeiten einer medizinischen Masseurin sind vielfältig. Dazu zählen Arztpraxen, Ambulatorien, Kurmittelhäuser, Krankenanstalten, physikalische Institute bis hin zu Sport- und Wellnesshotels. Schon vor langer Zeit wussten die Menschen um die positive und entspannende Wirkung der Massage Bescheid. Bei uns wurde jedoch die Massage erst im 20. Jahrhundert so richtig populär. Das Anwendungsspektrum der Massage reicht weit über eine allgemein wohltuende und entspannende Wirkung hinaus. Von der klassischen Heilmassage bis hin zu den verschiedensten Spezialmassagen, wie zum Beispiel Akupunktmeridianmassage, Fußreflexzonenmassage, Segment- und Bindegewebsmassage sowie manueller Lymphdrainage, stehen der zukünftigen Masseurin eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, um den zukünftigen Patienten eine individuelle und auf sie abgestimmte Behandlung zukommen zu lassen. Neben der positiven Wirkung auf Spannungszustände der Muskulatur sowie deren Durchblutung hat die Massage tiefgreifende reflektorische Wirkungen auf das vegetative Nervensystem, auf Binde- und Stützgewebe sowie auf die gesamte Statik des Menschen. Auch im energetischen Bereich hat die Massage einen sehr großen Stellenwert. Einen Eckpfeiler stellt hier die Akupunktmeridianmassage dar, welche sich auch intensiv mit dem Thema Narbe und Narbenentstörung befasst. Dieses Teilgebiet der Akupunktmeridianmassage ist ein hochinteressantes, jedoch sehr häufig wenig beachtetes und unterschätztes Thema. Die Massage mit ihren so unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten ist und wird ein immer wichtigerer Bestandteil für die Erhaltung oder Wiedererlangung unserer Gesundheit und Lebensfreude werden.